Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei The Sims 3. Letzte Woche ist Cindy gestorben. Ich weiß gar nicht, wieso ich das gerade so halbwegs glücklich sage. Es ist eigentlich schon ein bisschen traurig und man sieht auch, dass alle deswegen richtig, richtig schlecht gelaunt sind. Aber ja, was will man machen? So, ihm ist es halbwegs egal. Obwohl er sogar, er regt sich über voll viele Sachen auf und trotzdem meckert er nicht. Also, das ist schon. Oh, sie ist zu gestresst. Ja, das tut mir aber leid. Er ist auch zu gestresst. Nein, er ist zu unglücklich, um hart zu arbeiten. Das tut mir aber leid. Ich schaue einmal kurz, wie es mit den Laune, Faul, Athletik. Kann er hier irgendwas machen? Nee, geht anscheinend nicht. Wie sieht es bei ihr aus? Partner und Logik ist schon mal ziemlich gut. Ja, was ist bei ihr? Sie kann sogar immerhin hart arbeiten und du bitte auch hart arbeiten, danke. Er ist schon Oberschüler, das heißt, wir müssen ihm bald auch einen neuen Job suchen. Was macht sie denn da? Hör mal auf damit. Nee. Geh mal hier in dein Zimmer. Oh, die Putzfrau ist endlich da. Und ich würde sagen, wir lassen sie irgendwie. Hat sie jetzt Logikband 3 endlich fertig gelesen? Nee, anscheinend nicht. Dann liest das endlich mal fertig. Was tut er? Nie, kein Fernsehen. Du musst arbeiten, mein Freund. Ich glaub's wohl. Porträt malen von seiner Freundin. Frau. Whatever. Er will Makaroni mit Käse zubereiten. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Lass das mal lieber. G-Pot. Lol. Großes Gemälde. Das ist sogar im Wert gestiegen. Was kann ich denn damit anfangen? Kann ich das irgendwie. Nein, falsch. Kann ich das irgendwie hier hinhängen? Einrahmen. Betrachten. Ich würde es eigentlich ganz gern verkaufen. Ist das nicht möglich? Verstehe ich nicht. Naja, wie dem auch sei. Zum Glück ist die Putzfrau gerade am Start und putzt hier ein bisschen durch. So. Eigentlich müssten wir die echt mal stalken. Nie. Mal jetzt dein Bild. Wieso tut er nichts? Muss er die Person irgendwie dabei sehen oder so? Sieht irgendwie so aus. Na gut. Wir stalken noch mal kurz die Putzfrau. Qualität lecker, ja, dann packen wir das mal besser in den Kühlschrank. Joa, und ansonsten ist es gerade, glaube ich, relativ ruhig hier. Die aktuelle Zeitung kann eigentlich auch weg. Oh, sie hat eine Gehaltserhöhung von 7 Simoleons bekommen. Moment, ich drücke hier mal kurz auf Play und jetzt müssen wir uns erstmal kurz um die kümmern. Was hat sie für Probleme? Sie sollte als erstes vielleicht erstmal duschen gehen. Juhu. Er ist nun Arbeitsknecht. Das klingt auch nicht besser. Und sie ist nun Verkehrspolizistin. Okay. Die haben sich also alle halbwegs was verdient. Das ist doch gut. Esswettbewerb. Moment. Das muss ich mir kurz angucken. Journalismusbuch lesen. Was ist das denn hier? Verstehe ich nicht. Aber okay. Wir gehen jetzt gerade erstmal kurz zu ihr und ich glaube, Lady Gaga kommt gerade auch nach Hause. Der geht's auch gar nicht gut. Sie hat keinen Spaß. Und sie muss aufs Klo. Aber sie muss doch gar nicht so dringend, oder? Nee. Geh mal jetzt hier hin.
So. Und jetzt kann sie hier ein paar Arschbomben machen. Davon haben die Leute doch immer Spaß, oder? Das sieht doch schon besser aus. Lol. Was ist mit ihm los? Okay, sein Bild war nur gerade einfach weg. Sie ist halt immer noch traurig. Weil, naja gut, das war ja auch ihre Mutter, muss man ja auch sagen. Ja. Müssen wir jetzt mit leben. Verbesserte Beziehung, Simoleons. Nee, ich möchte keine anderen Sims kennenlernen, danke. Ich würde halt sagen, sie trinkt mal kurz einen Kaffee. Hier. Und danach liest du dein komisches Buch. Ich weiß gar nicht, was überhaupt dieses Buch ist. Ist es das hier? Ich weiß es nicht. Da steht nur Journalismusbuch lesen. Okay. Interessant, interessant. Was ist mit ihm los? Hat er seine Hausaufgaben schon gemacht? Zu 41%. Wo ist er denn überhaupt? Ja, ich glaube, reicht dann auch. Geh jetzt mal hier hin. Simoleons? Nein, danke. So, jetzt machst du deine Hausaufgaben bitte. Danke. Okay, interessant, interessant. Danach würde ich ihn dann aber auch ins Bett schicken. 50% immerhin etwas. Sie hat gerade wieder richtig, richtig schlechte Laune. Für ein Porträt posieren. Auf dem Klo. Geh mal lieber schlafen. Lol. Okay, sie stand da jetzt die ganze Zeit rum. Das ist ja lustig. Gut, gibt es jetzt noch irgendjemanden? Was macht er gerade? Am Spots auf dem Militärplatz teilnehmen? Was ist denn das? Wo ist das überhaupt? Hier. Kommt zwischen 12 und 16 Uhr am folgenden Tag wieder. Okay. So, ich würde ihn aber auch an der Stelle schon mal schlafen schicken. Und dann müssen wir für sie halt noch bald was springen. Nee, du kannst auch langsam mal nach Hause gehen. Wir werden am Wochenende für sie einen neuen Freund suchen. So, hör mal auf. Du kannst jetzt hier erstmal eine Kleinigkeit essen. Ein paar Makaroni mit Käse, das geht doch fit. Sie räumt ihren Shit immerhin auch weg. Unglaublich. Gut, jetzt schiebt sie gerade wieder einen Traueranfall. Dann würde ich sie jetzt vielleicht noch... Moment. Lol, was macht der in ihrem Bett? Vielleicht noch kurz aufs Klo. Hände waschen. Becken prüfen. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. So, und dann würde ich sie auch ins Bett schicken. Wie sieht es mit ihr aus? Sie schläft schon. Er müsste dann auch schon schlafen. Ja, rangehen. Sein Handy klingelt doch gerade gar nicht. Und wie sieht es bei ihm aus? Er will jetzt erstmal kochen. Puh, das machen wir mal aus, weil das tut irgendwie schon ein bisschen weh beim Zuhören. Ich muss sagen, ich feiere sein Zimmer irgendwie echt mittlerweile ziemlich krass. Ich mach mal kurz die Wände hoch, ich muss mir das nochmal angucken. Diese Mauern finde ich schon ganz cool. Feier ich. So, das hier ist aus, wieso ist das aus? Oh, das ist an. Intensität einstellen. Normal. Dieses Licht. Das sieht irgendwie so voll dunkel aus. Mm. Mm.
Weird. Naja, hier sieht man halt immer noch nichts. Gut. Er hat auch schon Hunger, aber er kocht halt um die Zeit. Das ist halt irgendwie auch voll die Frechheit irgendwie. Und es wird auch nicht mehr lange dauern, bis wir ihn halt los sind. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Naja, so ist das im Leben, ne? Top Surprise. Okay. Ja. Oh Gott, ich dachte schon, keine Belohnung. Na, dann komme ich nicht. Schlafen. Bin ich echt mal gespannt, was noch so kommt. Ich denke echt, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Dann wird er halt auch sterben. So ist das leider. Oh Mann, ich feiere das Zimmer immer noch voll. Cindy hat es schon echt cool. Sie wird für immer in unseren Herzen bleiben, glaube ich. Sie war halt eine richtige Ikone. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ich würde einmal kurz in die Stadtansicht gehen und gucken, ob wir irgendwo noch Geld einsammeln können. Sieht aber schlecht aus. Stimmt, das Anwesen haben wir ja schon aufgekauft, ne? Was ist das hier nochmal? Das Diner, ne? Ja, boah, ich würde gerne irgendwas Cooles aufkaufen. Aber das wird wohl nichts, ne? Das Grundstück müssen wir noch kaufen. Boah, ich überlege, das Restaurant, ja, ist okay, aber ist noch nicht geil. Und vielleicht haben wir für den Rest auch einfach noch nicht genug Geld. Boah, das Grundstück ist auch irgendwie nice. Aber da ist einfach so. Wie weird ist das bitte? Einfach so eine richtig weirde Person. Können wir das kaufen? Nein, leider nicht. Aber das Haus feiere ich schon so ein bisschen. Den Stil vielleicht nicht unbedingt, aber es ist ganz cute gemacht, würde ich sagen. So ähnlich würde ich dann vielleicht auch das Haus hier aufbauen. Das Grundstück ist halt echt geil, ne? Es wird halt nur echt irgendwie ungünstig, dann so am Arsch der Welt mit zwei Families zu hantieren und sich um alle zu kümmern, wenn die halt in zwei Häusern wohnen. Das ist halt das, was ich leider bisher nicht so geil an der Idee finde, noch ein zweites Haus zu bauen. Aber vielleicht machen wir es dann auch einfach noch ein bisschen anders und vielleicht. Ah, ich will hier eigentlich nicht weggehen. Es war so viel Arbeit. Vielleicht gehen wir irgendwie erst weg, wenn uns die ganze Stadt gehört. Ich weiß es nicht. Ich guck grad mal, wer hier schon wach ist. Du? Oh, sie wird morgen zur Seniorin. Na gut. Ich würde sie dann auch ein bisschen diese Fachzeitschrift lesen lassen. Ein paar Stunden hat sie ja noch bis zur Arbeit. Was tust du? Irgendwie nicht so viel, ne? Er hat noch seine Hausaufgaben. Finde ich irgendwie ganz cute. Er hat heute sogar frei, das heißt, ich würde ihn vielleicht jetzt erstmal direkt zum Sport schicken und ein paar Gewichte stemmen. Mit richtigem Tempo hier. Ja, jetzt geh einfach und heul nicht rum. So, was ist gerade bei ihr los? Sie hat Hunger. Muss sie denn heute arbeiten? Ja, um 8 schon. Dann würde ich sie auch gleich mal wecken. Weintraubenpfannkuchen. Ja, machen wir mal jetzt hier. Und dann würde ich sie vielleicht auch noch kurz auf Klo schicken. Wir machen mal kurz die Wände wieder runter. So. So, na komm. Will sie irgendwie nicht.
zu benutzen, einen Geist sehen, weird. An die coole, lol. Oh Mann. Ja, das war schon echt merkwürdig. Habe ich sie nicht. Okay, sie isst jetzt erstmal was, das ist gut. Und dann muss sie auch bald schon zur Arbeit. So, wie sieht's denn bei ihr aus? Muss sie nicht auch bald zur Arbeit? Ja. Und sie sollte vorher noch duschen. Dann wecken wir sie jetzt auch mal auf. Duschen. Und dann kann sie vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Was hast du jetzt für Probleme? Liest du deine Zeitschrift nicht weiter? Na gut, sie will gerade erstmal jemanden abknutschen. Typisch. Hübsch dekoriert, na wenigstens etwas. Ein Kompliment für mich. Ja, ich glaube auch mittlerweile haben wir hier so ziemlich alles erlebt, was man erleben konnte, oder? Mir fällt da nicht mehr viel ein, was noch fehlt. Da können die auch meinetwegen rumknutschen, wie viel die wollen. Sind seine Hausaufgaben? Eigentlich seine Hausaufgaben sind nicht fertig. Schämt er sich nicht? Was stimmt denn nicht mit dir? Okay, ich guck gerade mal ganz kurz. So, die Hälfte reicht aus. Mach jetzt schnell deine Hausaufgaben, Bitch. Hör auf, dich zu beschweren und mach deine Dreckshausaufgaben, Alter. Ich glaub's wohl. Der hat einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht. Knappe Nummer. Möchtest du jetzt vielleicht in die Schule gehen? Danke. So, wir müssen jetzt einmal kurz stalken, wer jetzt wohin geht. Er trainiert noch. Er geht gerade aufs Klo. Achten wir mal kurz bei ihr darauf. So. Hart arbeiten. Ja, das ist schon ganz okay. Du hart arbeiten. Gibt es jetzt noch irgendjemanden, der noch arbeitet? Hart arbeiten. Hart arbeiten. So, okay. Ja, du. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was wir noch mit dir machen sollen. Was auch immer du da malst, ist es jetzt schon verstörend. Er ist noch am Trainieren. Oh, er war noch nicht fertig. Gewichte stemmen. Richtiges Tempo. Fängt jetzt nochmal neu an. Oh. Er muss auf Klo. Ja, in dem Grundstück gibt's keins. Dann geh halt eben hier. Benutzen. Nee, ist er nicht. Note verbessern Simoleons. Repariere den Boiler in der Schule, bevor die Zeit abläuft. Ja gut, warum nicht? Wenn es die Note verbessert, dann why not? Dann kannst du noch schnell duschen, das erlaube ich dir auch noch. Und dann gehst du aber wieder zurück und stemmst weiter Gewichte in einem richtigen Tempo. Was stimmt denn nicht mit ihm? Gestresst, ich glaub's wohl, ey. Als ob das Leben ein Ponyhof wäre. Jetzt duscht er auch noch. Man muss sich ja für den Tod hübsch machen. Ja, das Bild kann er ja wenigstens noch zu Ende malen. Das fände ich ganz gut. Denn ich glaube, der wird auch echt nicht mehr lange machen. Er ist 97 Tage alt. Naja. Er wollte immer Künstler werden, also passt es doch. Er ist doch sehr zufrieden. Gitarrenfähigkeiten perfektionieren. Ja, das hat er auf jeden Fall getan. Ich erinnere mich noch an den Anfang. Der war nicht so gut.
So, sie muss auch noch hart arbeiten. Das passt ihr anscheinend auch gar nicht. Oh, sie ist auch zu gestresst. Das tut mir aber leid. Familienfreude, ey, puh. Ein Haus voller Kinder, ich denke nicht. So, Journalismusbuch lesen. Ich habe keine Ahnung, um welches Buch es geht. Das ist so ein bisschen das Problem. Naja. Wird das irgendwann von alleine. Vielleicht erledigt sich das irgendwann von alleine. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh, sie hat wieder eine Gehaltserhöhung bekommen. Okay. Wie viel verdient sie denn jetzt? Oh, 668. Na, das geht fit. Kann sie nicht auch hart arbeiten? Nee, sie ist zu gestresst. Oh nein. So. Beförderung, Geld, Beförderung, okay. Das freut mich immerhin so ein bisschen. Ich glaube auch, wir können sie gleich. Schreiben hat ihr doch Spaß gemacht, oder? Sabotieren, lol. Schreiben. Schreiben, Schreibfähigkeiten ausbauen. So, sie ist auch noch am Arbeiten, aber sie ist gerade ein bisschen gestresst. Oh nein. Er trainiert noch. Oh, an Militärolympiade teilnehmen. Ja, mach das mal schnell. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber mach's einfach. So, sie ist noch nicht wieder zurück. Was tust du? Ja, okay, das reicht dann auch mal, wie der Laptop einfach aussieht. Irgendwie feiere ich das schon. Outfit wechseln, Alltag und dann solltest du immer noch das Buch hier zu Ende lesen. Er repariert gerade den Boiler, da hat er auch richtig Bock drauf, wie wir sehen. Sie fährt gerade nach Hause, okay. Sie hat also gerade nicht so viel Spaß, das tut mir aber leid. Oh. Okay, ich würde sagen, sie macht gleich erstmal drei Arschbomben. Oh Mann, ich sehe es. Oh. Okay. Ja, ich finde, wir haben aus ihr, also da bin ich immer noch so ein bisschen stolz drauf. Ich finde, wir haben aus ihr so richtig was, also was voll Gutes gemacht, oder? Also finde ich zumindest. Hat zwar echt lange gedauert, aber sie war ja am Anfang sogar arbeitslos. Und jetzt hat sie halt einfach so voll die gute Logik und so. Hervorragend. Forschung ist nicht so gut. Ja, dann lies halt hier deine Fachzeitschriften, dann passt das. So, sie hat immer noch schlechte Laune. Ja, hier mach noch ein paar Arschbomben und dann passt das. Jetzt auch langsam sollte sie über den Tod hinweg sein, oder? Noch 8 Stunden, eieiei. So, sie hat gerade auch nicht so viel Spaß. Dann würde ich das vielleicht auch erstmal lassen. Und vielleicht auch ein paar Arschbomben machen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Was hat er für ein Problem? Auch nicht so viel Spaß. Junge, geh doch mal nach Hause. 1, 2, so. So. Hast du jetzt genug Spaß? Irgendeiner ist schon wieder abgekratzt. Ups. Und ich würde sagen, jetzt gehst du halt nach Hause. Hier hingehen. Und solange er noch die Energie hat, macht er halt jetzt erstmal seine Hausaufgaben. Und die große Zitrone gehört dir nicht. Die kommt in die Müllautogarage. Joa. Ansonsten fällt mir gerade auch nicht mehr so viel ein, was wir noch machen könnten.
Wir müssen halt immer noch für sie eine Freundin suchen. Beziehungsweise einen Freund. Und ansonsten, was hat er getan? Ach so, er war bei dieser komischen Olympiade. Und er hat keine gute Laune. Er hat Hunger. Oh. Reicht's dann nicht auch langsam? Irgendwann ist doch auch mal genug. So, schlafen. Okay. Sie ist schwimmen gegangen. Nein. Du wirst hier niemanden besser kennenlernen. Ich glaub's wohl. Geschmeichelt. Und immer noch 5 Stunden. Was tut sie da? Hier, du kannst doch auch noch was essen. Hier. Nee, Simoleons braucht er in dem Alter nicht mehr. Und dann würde ich sie auch ins Bett schicken. Ich finde es halt lustig, wie die so total theatralisch und dramatisch hier so rumschreit und jetzt erstmal wieder lacht. Und in Wirklichkeit kannte sie Cindy halt irgendwie nur so 5 Minuten oder so. Die ist ja wirklich gerade erst eingezogen und dann ist Cindy gestorben. Ich denke mir nur so, what the fuck? Und trotzdem macht die auf, ich bin so traurig. Ich bin einfach nur verstört. Ja, was tust du da? Normales Training. Ich würde sagen, wir geben ihm, ja, er wird halt nicht mehr lange machen, das wissen wir ja. Da soll er jetzt nochmal ein Konzert hier spielen. Moment. So. So. Konzert spielen. Wo ist der denn? Oh. Wie weit ist er denn? 93%, ja gut. Ich würde den auch danach, denke ich mal. Danach kann er vielleicht noch einen Snack essen. Brot mit Marmelade zum Abendessen, perfekt. Und danach kann er auch schlafen gehen. So, spule ich einmal kurz ein bisschen vor. Ist jetzt noch irgendjemand wach? Nicht so wirklich, er spielt halt noch sein Konzert. Das geht anscheinend auch noch ein paar Stunden. Immerhin nur noch 50 Minuten. Komm, die drücken wir jetzt auch ganz schnell durch. Und dann hat sich das zumindest schon mal erledigt. So, Styles Hatch wird nicht ewig leben. Ja, eine Tragödie. So, jetzt überlege ich gerade. Er ist müde, dann würde ich ihn auch gleich eigentlich direkt ins Bett schicken. Schlafen. Das ist irgendwie so traurig, dass hier bei Cindy nichts mehr los ist und dieser Bär da noch so traurig sitzt. Der hat halt immer so auf Cindy quasi gewartet, weil sie alleine war. Tja, so ist das. Ich würde halt auch auf Dauer sagen, dass dann halt Lady Gaga einfach hier reinzieht. Bei ihr Zimmer ist ja eher so ein Jugendzimmer, würde ich sagen. Und das passt ja auch irgendwie zu ihr. Von daher fände ich das, glaube ich, ganz okay. Bei ihr läuft auch gerade alles sehr, sehr gut, ne? Wie sieht's bei ihm aus? Athletik, da geht noch ein bisschen was. Und Geschicklichkeit auch. Gab's dafür nicht Bücher? Ich weiß es nicht. Ich schaue mal kurz. Habe ich nicht irgendwo Geschicklichkeitsunterricht gesehen? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir vielleicht auch nur eingebildet. Das Theater würde ich vielleicht schon gerne kaufen. Das ist auch im Moment so das teuerste, glaube ich. Oder nee, das Krankenhaus ist das teuerste. Das können wir uns sogar leisten.
Ich denke, das werden wir auf Dauer noch tun. Er hat sogar noch fett Geld für seine Leistungen bekommen. Mit denen kann man auch nichts machen, ne? Oh, ich habe ihm da eine Couch hingestellt. Daran erinnere ich mich fast gar nicht. Aber vielleicht sollten wir die in derselben Farbe machen wie sein Bett. Moment, das machen wir mal kurz. So, nee, geh mal weg. Weg, weg, so. Nee, falscher Knopf. So. Dann muss ich den Stoff einmal kurz abspeichern. Und jetzt das anwählen. Favoriten. Und den wählen. Hallo. Okay, das passt schon ein bisschen besser. Und das würde ich einfach komplett aufdrehen. Ja, passt doch so grob. Gut, an der Stelle würde ich dann aber auch, denke ich mal, die Folge beenden, weil heute ist nicht so viel Spannendes passiert. Das war halt eher nur so eine ganz normale Organisationsfolge mit ein bisschen Gequatsche und so. Ja, ansonsten gibt es auch im Moment keine News, die ich euch so mitteilen kann. Dementsprechend, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich natürlich auch, wie immer sehr. Und dann, ja, schauen wir mal nächste Woche, weil dann wird eh Wochenende sein und dann werden wir einen Freund für sie finden. Das wird sehr spannend. Gut, bis zur nächsten Folge.